Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Pavel Pipovic. Bei mir zu Gast ist meine alte Kollege Bronko Kulička. Bronko, grüß dich. Pavel, grüß dich auch. Bronko, du hast letzte Woche bei der traditionellen Skoda Camel Trophy teilgenommen. Das ist absolut richtig. Bronko, erzähl, wie hast du dich für die Skoda Camel Trophy qualifiziert? Ich habe 30 Kronen Stadtgebühr entrichtet. Das ist relativ günstig. Aber Bronko, um ehrlich zu sein, was mich ein bisschen wepsig macht, mit was für einem Fahrzeug bist du gefahren? Das war ein Skoda Biturbo Land Rover, Allrad, absolut 100%ig geländetauglich. Gigantisch. Bronko, erzähl ein bisschen was. Naja, also die erste Aufgabe war, da mussten wir vom Karlsplatz zur Wenzelsbrücke fahren und mussten bei geschlossenen Fenster 2 Stangen Camel-Zigaretten rauchen, ohne abzusetzen. Das ist theoretisch nicht unmöglich. Richtig, aber die Klimaautomatik war... Tschechisch. Richtig. Das heißt nicht funktionsfähig. Okay. Bronko, wie ging's weiter? Nächste Aufgabe. Na, die zweite kommt zuerst. Also wir mussten aus dem Skoda raus und ein Biwatsch-Zelt aufbauen und parallel dazu 2 Stangen Camel-Zigaretten zusammenrauchen. Aber jetzt die dritte Aufgabe. Jetzt kommt die dritte Aufgabe. Die war sehr schwierig. Das war eine Autobahn-Geisterfahrt auf einer tschechischen Autobahn über 40 Kilometer von Prag nach Doblaschlice. Und dann? Dann wieder zurück, auch auf der verkehrten Seite. Bronko, das ist verantwortungslosig und halsbrecherisch. Ja, und parallel dazu mussten wir dann wieder... Ich weiß, eine Stange Kämmler rauchen. Ohne Filter. Bronko, das ist... Sag mal, wie hat sich euer Teilnehmerfeld zusammengesetzt? Naja, zusammengesetzt weniger. Wir sind im Streit auseinandergeflichtet, so. Das ist verständlich. Bronko, sag, wer hat letztendlich die Skoda Camel Trophy gewonnen? Der tschechische Schlagerkönig Karel Gott. Aber sie haben ihn gleich wieder disqualifiziert. Warum? Naja, bei der Dopingprobe sind sie ihm draufgekommen, dass er heimlich nicht auf Lunge geraucht hat. Typisch, danke Bronko. Mit der Pavel. Servus, Publikum.